Porsche und Reuter waren zwei selbstständige Firmen, aber es bestand eine eng nachbarliche Verbindung durch die Herstellung der Porsche-Wagen. Ihr gemeinsames Ziel war die Produktion eines einzigartigen Fahrzeuges, gefertigt wie ein Maßanzug, der Porsche 356. In der Rahmenbauvorrichtung erhält dann der Bodenrahmen seine endgültige Gestalt. Die Längsträger, Vorderachskörper und das Rahmenheckteil wurden zum kompletten Bodenrahmen zusammengeschweißt, der jetzt in sich eine sehr steife Einheit bildet. Nun werden die fertigen Rahmen mit den Teilen der Innen- und Außenhaut zur kompletten Karosserie zusammengebaut. Die Coupé- oder Cabriolet-Teile werden in der Hauptbauvorrichtung auf den Rahmen geschweißt. Endstation. Hunderte von Rohkarossen erhalten hier den Schliff, der für die Porsche-Qualität so entscheidend ist. Jeder Wagen wird peinlichst genau gehämmert, gefeilt, geglättet und erhält ein bis zur Perfektion gehendes Finish. Hier gibt es keine Mechanisierung, sondern nur allerbeste Handarbeit. Nach Inspektion und Abnahme wandert die Karosserie in die Lackiererei. Die Porsche-Wagen erhalten in der staubfreien Sprühkammer ihr wunderschönes Kleid. Eigentlich sind es zwei Kleider, denn zwei Lackschichten werden aufgetragen. Die Lackierer sind wahre Künstler ihres Fachs. Nach dem Einbrennen des Lackes kommt die Karosserie zur Endmontage. Die kompletten Türen mit Fensterrahmen und Scheiben werden sorgfältig eingepasst und der Innenraum durch die Sattler ausgestattet. Hier warten die Stoßstangen auf die Montage. Hier werden sie montiert. Dieser Spezialist hier montiert seit mehr als 8 Jahren die Windschutzscheiben. Er weiß genau, wie fest er klopfen darf, ohne das Glas zu zerbrechen. Die nun endgültig fertiggestellten Karosserien werden zur weiteren Montage gefahren. Und da sind wir schon. In der zwar kleinen, dafür aber umso berühmteren Porsche Montage. Auf Rollwagen kommt die Karosserie dann zu den einzelnen Montagestationen. Drei Facharbeiter bauen die vorher montierte Hinterachseinheit ein. Das Team ist glänzend eingespielt, daher sieht die Arbeit so einfach aus. Wenn man das 30 Mal am Tag macht, sitzt jeder Hand drin. Der Einbau des Motors ist einfach und dauert nur 3 Minuten. Die exakte Stellung der Räder wird auf der optischen Bank mit Spezialgeräten geprüft und korrigiert, ehe der Wagen die Montage verlässt. Ein neuer 356 ist nun fertig und wartet nach einer ausführlichen Probefahrt zusammen mit seinen vielen Vorgängern auf die Auslieferung und den Transport in alle Welt.